Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag auch von mir. Ich werde mich zum Programmkonvent, zur Haushaltsberatung und zu den Fragen der Luftsicherheit äußern. Bevor ich aber etwas zum Programmkonvent sage, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um auch öffentlich einem der ältesten Mitglieder unserer Partei zu gratulieren. Die Schriftstellerin Elfriede Brüning wird heute 100 Jahre alt. Sie hatte sich als junge Frau dem Bund proletarischer Schriftsteller angeschlossen und hat selbst erlebt, wie 1933 auf dem Bebelplatz die Werke ihrer Kollegen und ihrer Freunde verbrannt wurden. Elfriede Brüning ist heute noch aktiv. Bis vor kurzem fuhr sie auch noch selbst PKW. Und sie, bis vor kurzem, das ist jetzt allerdings, hat sie, glaube ich, eingestellt. Und sie ist gemeinsam jedem Jahr mit uns auf dem Bebelplatz, wenn wir gemeinsam mit Studenten und Schülerinnen und Schülern an die Bücherverbrennung erinnern. Sie liest mit fester Stimme noch aus ihren Werken und wir sind natürlich sehr stolz, dass sie Mitglied unserer Partei ist. Zum Programmkonvent. Wir haben uns ja in Hannover mit einer großen Zahl von interessierten Genossinnen und Genossen getroffen. Wir haben sehr erfreut gesehen, welch großer Andrang und welch großes Interesse es gab an der Diskussion um unser Programm. Wir haben ja, wie Sie mitverfolgt haben, sowohl im Plenum als auch in 8 Arbeitsgruppen debattiert. Und meine Einschätzung ist, dass wir sehr solidarisch, sehr konstruktiv, sehr auf Lösungen orientiert miteinander debattiert und gestritten haben. Ein Vorteil dieser Veranstaltung bestand ja darin, dass es keinen Zwang gab, an diesem Tag Beschlüsse zu fassen. Für mich ist wichtig, dass wir die interne Debatte damit geöffnet haben, die zweite Stufe der Programmdiskussion eröffnet haben, nämlich in die öffentliche Debatte zu gehen und in den wichtigsten Fragen, was Solidarität, Gerechtigkeit, Frieden betrifft, haben wir große Übereinstimmung festgestellt. Wir haben aber auch Diskussionspunkte, die wir klären müssen. Und ich habe mich ja auch ganz klar geäußert auf dem Konvent, dass ich natürlich einen Unterschied sehe in der Debatte um ein Parteiprogramm und in der Debatte um einen Koalitionsvertrag. In einem Grundsatzprogramm legen wir unsere Grundsätze fest, ein Koalitionsvertrag, der mit Partnern ausgehandelt werden könnte oder sollte, der ist im Parteiprogramm natürlich noch nicht abgebildet. Unser größtes Anliegen gemeinsam von Klaus Ernst und mir ist, dass wir mit dem Programm zeigen, dass unsere Partei eine praxisnahe Partei ist, dass wir gemeinsam in dieser Gesellschaft versuchen, mit den Menschen sie in ihren alltäglichen Problemen zu unterstützen, nicht abstrakt uns darzustellen, sondern im ganz konkreten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam diese Gesellschaft zu verändern und zu verbessern. Und wir wollen, dass die Dinge, die sich jeder Mensch für das Leben, für das eigene Leben vorstellt und wünscht, nämlich angstfrei, kulturvoll und möglichst auch glücklich zu leben, auch umgesetzt werden können. Wir wollen auch zeigen natürlich, dass wir als Partei konkrete Lösungen anbieten können. Und da haben wir sicher in der einen oder anderen Frage noch gemeinsam um Lösungen zu ringen, Vorschläge zu machen, konkrete Vorschläge. Und ich glaube, wir sollten unsere Energie auch in der Partei gemeinsam auf die Erarbeitung dieser konkreten Vorschläge lenken und uns nicht im Entweder-Oder verlieren. Zweitens, in dieser Woche gibt es ja die abschließenden Beratungen im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Wir werden als Oppositionsfraktionen am Freitag vor der Bundespressekonferenz, wie das ja schon häufiger die Übung war, auch gemeinsam unsere Bewertungen, die sich ja unterschiedlich ausfallen werden, zwischen Grünen, SPD und uns, aber gemeinsam vorstellen. Im vergangenen Jahr hatte die SPD sich ja entschieden, sich nicht an dieser Pressekonferenz zu beteiligen. Das ist jetzt wieder anders geworden. Aber zum Inhalt: Der Haushalt, der beschlossen werden soll und wo wir natürlich bis zur letzten Minute noch versuchen, Änderungen zu erreichen, aber so wie ihn die Koalition umsetzen will, ist ein Haushalt der Ausgrenzung, ein Haushalt der sozialen Kälte. Es ist auch kein Haushalt der Konsolidierung. Die Neuverschuldung ist höher
als jemals in der Geschichte der Bundesrepublik. Auch wenn sie nicht ganz so hoch ausfallen sollte wie befürchtet, ist sie wesentlich höher als in den vergangenen Jahren. Wir als Linke wollen eine echte Konsolidierung durch eine gerechte Steuerpolitik. Und darum werden wir auch unsere Forderungen nach Spitzensteuersätzen und insbesondere nach der Millionärssteuer auch in der Haushaltsdebatte einbringen. Die entscheidende Frage für uns ist aber die Rücknahme des Kürzungspaketes, denn dieses Kürzungspaket wird sich aus unserer Sicht als Konjunkturkiller-Paket auswirken. Dritter Punkt, Debatte um die Sicherheitsstandards bei der Luftfracht. Unsere Position ist ganz eindeutig, die Sicherheit ist das entscheidende Kriterium. Und darum sind wir der Auffassung, dass die Sicherheitskontrolle immer eine hoheitliche Aufgabe sein muss. Wir sehen ja, dass es im Augenblick eine Debatte gibt zwischen den zuständigen Innenministern und dem Verkehrsministerium. Und ich kann Herrn Ramsauer nur empfehlen, sich nicht zum Lobbyisten der Profite der Frachtunternehmen zu machen. Die Sicherheit geht vor und die Regierung sollte alles tun, um nicht ihren Unterstützung der Lobbyisten eine weitere Missetat hinzufügen. Darum sind wir dafür, dass es ein Leiharbeitsverbot an Flughäfen geben muss, ein Outsourcing-Verbot. Wir brauchen die Kontrolle als hoheitliche Aufgabe mit sicheren, gut bezahlten Arbeitsplätzen. Soweit, schönen Dank. Vielen Dank. Jetzt Klaus Ernst, bitte. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte zu Beginn dessen, was ich über unseren Programmkonvent sage, noch mal auf ein Missverständnis hinweisen, das offensichtlich immer noch nicht bei allen angekommen ist. Es wird immer noch behauptet, wir hätten zurzeit kein Programm. Und das ist schlichtweg Unfug. Denn hätten wir kein Programm, wären wir alle nicht hier, wir wären nicht im Bundestag vertreten. Denn Voraussetzung für die Kandidatur einer Partei zum Bundestag ist, dass sie ein Programm hat. Das steht so im Parteiengesetz. Nachdem wir nun unstrittig im Bundestag sitzen, müssen wir ein Programm haben. Wir haben vielleicht den Fehler gemacht, dass wir es nicht Programm, sondern programmatische Eckpunkte genannt haben. Unabhängig davon, wie der Titel, die Überschrift unter dem Text, den ich gerade erwähne, ist, es ist unser gegenwärtiges Programm. Also wir haben ein Programm und was wir zurzeit machen ist, dass wir dieses Programm, und so haben wir uns das damals vorgenommen, überarbeiten, offene Fragen klären, und zwar vor allen Dingen mit den Menschen in unserem Land, mit unseren Mitgliedern, um dann auch zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen. Das ist das Erste, ist mir sehr, sehr wichtig. Das Zweite, auf was ich hinweisen möchte: Nicht jede Kontroverse ist ein Streit, bei dem sich eine Partei zerlegt. Und ich habe den Eindruck, auch aufgrund der ein oder anderen Berichterstattung, die mir zur Kenntnis gebracht wurde über unseren Programmkonvent, dass wenn sich eine Partei über Fragen verständigt und kritisch miteinander diskutiert, was der bessere Weg ist, das immer schon als Kontroverse in der Weise interpretiert wird, dass sie die Partei zerlegt. Das tut sie keinesfalls und unser Konvent ist bestes Beispiel dafür, dass sie das nicht tut. Wir sind uns einig in unserem Programmkonvent gewesen, dass wir keine weitere sozialdemokratische Partei brauchen in unserem Land. Die gibt es schon. Insofern brauchen wir auch keine zweite CDU oder FDP oder Grüne, sondern wir wollen eine eigenständige Partei mit eigenständigen Positionen bleiben. Das war unstrittig an unserem Kongress und entsprechend werden wir uns auch weiter positionieren. Wir haben nochmal festgestellt, dass wir insbesondere deshalb gebraucht werden, damit wir die Realität in dieser Republik verändern, die Politik tatsächlich in einer Weise für die Menschen in unserem Lande vernünftig gestalten und sind deshalb auch aus unserer Sicht, und das bestätigen uns auch die Umfragen, stabiler Faktor im Parteiensystem. Wir sind überzeugt, dass wir 2011 ein neues Programm haben werden, ungefähr zur selben Zeit wie jetzt, ein Jahr später. Und dass wir zu diesem Zeitpunkt in 15 von 16 Landesparlamenten sitzen werden. Wir werden, davon gehen wir aus, uns weiter stabilisieren. Unsere Programmdebatte hat dabei ihren Anteil. Meine Damen und Herren, ich möchte nochmal auf die einzelnen Punkte jetzt eingehen, die wir in unserer Debatte gestern hatten. Und auch nochmal deutlich machen, wo wir uns einig sind und wo es tatsächlich Debatten gibt. Das Erste, wir sind Partei des Friedens. Darüber besteht Einigkeit in unserer Partei. Es ist unstrittig, dass wir Kriegseinsätze und völkerrechtswidrige Kriege ablehnen. Da gab es auch keine Kontroverse an dieser Frage. Sondern es gibt eine Debatte, in welcher Weise sich die Bundesrepublik Deutschland an humanitären Einsätzen beteiligen soll. Und es besteht eine Debatte, in welcher Größe und welcher Reichweite die stattfinden soll. Aber an der Kernfrage sind wir uns hier einig. Zweitens, wir sagen, wir sind Partei der
Löhne, Partei der gerechten Löhne, Partei der guten Arbeit, Partei der guten Löhne. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns einig sind an einer zentralen Frage, dass wir den Mindestlohn wollen, und zwar bei 10 Euro, wie Sie wissen. Und wir sind uns einig darüber, dass die Lohnbremsen aus dem Arbeitsrecht entfernt werden müssen, die zurzeit dazu führen, dass die Löhne nicht in dem Weise steigen, wie sie steigen müssten. Und wir sind uns einig, dass wir vernünftige Arbeitsbedingungen schaffen wollen, Leiharbeit, befristete Beschäftigung, all diese Themen. Sie sehen also auch an diesen zwei Punkten, die ich jetzt bis jetzt aufgeführt habe, Frieden, gute Löhne. Wir sind uns in weitgehenden Punkten einig. Der nächste Punkt, wir sind Partei der sozialen Gerechtigkeit. Wir wollen mehr Steuergerechtigkeit, wir wollen Sozialabbau verhindern und weitere Privatisierungen. Wir sind uns einig, dass wir höhere Renten, vernünftige Sozialleistungen wollen, dass wir im Gesundheitssystem eine Bürgerversicherung wollen. Wir haben eine Debatte, wie wir unsere sozialen Sicherungssysteme ergänzen, insbesondere bei der Frage, wie wir Armut in unserem Land verhindern können. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, darüber debattieren wir. Aber auch an diesem Punkt sind wir uns weitgehend einig. Und als letztes, wir sind die Partei der demokratischen Erneuerung. Wir wollen mehr Demokratie durchsetzen in unserem Land. Darin besteht Einigkeit in unserer Partei. Wir sind uns einig, dass wir mehr Volksentscheide wollen, mehr direkte Demokratie. Wir sind uns einig, dass wir den politischen Streik auch ins Zentrum unserer Politik stellen müssen, um die Bürger in die Lage zu versetzen, auch Entscheidungen von Regierungen zu korrigieren. Und wir sind uns einig darüber, dass wir insbesondere durch Demokratisierung der Wirtschaft, zum Beispiel durch Mitarbeiterbeteiligung, einen Beitrag zu mehr direkter Demokratie auch im Betrieb leisten wollen. Sie sehen, wir sind uns an den wichtigsten Fragen einig. Und an einigen Fragen debattieren wir. Diese Debatten sind klasse, die machen Spaß, diese Debatten sind hilfreich, diese Debatten bringen neue Aspekte in die Diskussion. Und deshalb kann ich nur sagen, wir finden es gut und wir finden keineswegs, dass wir in irgendeiner Form auf dem Weg sind, uns auch in dieser Frage zu zerlegen. Meine Damen und Herren, zum zweiten Punkt, nämlich zu den Castortransporten und zu den Protesten, die wir zurzeit erleben. Ich möchte noch mal eindeutig und klar die Position von uns darlegen. Für die Eskalation, die wir zurzeit an dieser Frage erleben, ist die Bundesregierung, Frau Merkel, mitverantwortlich. Sie ist die, die ohne Not einen Kompromiss an der Frage der Verwendung von Atomenergie in der Bundesrepublik Deutschland in Frage gestellt hat, die diesen Kompromiss aufgekündigt hat. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Menschen dagegen auch entsprechend protestieren. Sie setzt an dieser Frage den gesellschaftlichen Frieden aufs Spiel. Damit ist sie dafür auch verantwortlich, was passiert. Die Menschen sind zu Recht wütend, weil die zentrale Frage der Endlagerung von Atommüll nicht geklärt ist. Und mit ihrer Äußerung, dass sie ganz besonders sozusagen den Polizeieinsatz auch akzeptiert, der dort ja auch wieder mit großer Gewalt verbunden war, mit dieser Äußerung gießt sie meines Erachtens auch noch Öl ins Feuer. Es wäre sinnvoller, an dieser Frage wirklich zu einer Deeskalation beizutragen. Wir haben vorgeschlagen auch, dass man dort ein Moratorium macht und erstmal guckt und erstmal abwartet und erstmal nochmal diskutiert, bevor man eine Politik gegen den Willen der Bevölkerung sozusagen einfach ohne Rücksicht auf Verluste durchsetzt. Die Politik müsste das als Alarmzeichen zur Kenntnis nehmen, was dort gegenwärtig passiert. So, meine Damen und Herren, das war es von meiner Seite. Ich möchte nochmal zentral ins Zentrum stellen. Ein wirklich wichtiger Punkt. Wir wollen, dass wir ein Moratorium machen bei dieser Atomsituation, bei dieser Situation der weiteren Verwendung von Atomkraftwerken, um neu die Debatte zu führen, um zu deeskalieren.